Weil wir können halt immer nicht gucken, okay, wer hat denn mit wem irgendein Problem. Dann kann es sein, dass sich die Leute untereinander da irgendwie zerhacken. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das ansprechen möchte. Dann pisst uns halt irgendwie ans Bein. Das war eine Aktion, sag ich euch. Die mich auch wirklich persönlich immer sehr mitbelastet hat, weil ich das so manchmal nicht so ganz verstehen kann. In diesem Video möchten wir gerne über unsere Highlights, die Schattenseiten, aber auch unsere Erkenntnisse sprechen, die wir dieses Jahr hatten. Dieses Jahr ist echt verdammt viel passiert. Unfassbar. Und das möchten wir einfach mal so in diesem Video zusammenfassen. Ja, wir sind ja ein Parfümkanal und da geht es ja ausschließlich um Düfte. Wer hätte es gedacht? Und Mensch, Steffi, was war denn so dein Duft-Highlight von 2023? Mein Duft-Highlight ist tatsächlich der Dolce & Gabbana, und zwar der Devotion. Den finde ich unfassbar gut gemacht, ausgesprochen toller Duft, Zitronenkuchen. Wir haben ja auch schon getestet, ja. Das ist so Unisex, und der ist mir direkt in den Sinn gekommen. Und du hast mir ja noch nicht so viel verraten zu dem Video hier. Du bist das ja so ein bisschen am Vorbereiten gewesen und ich weiß gar nicht, aus was hier so kommt. Aber der Duft, der kam mir direkt in den Sinn. Und für die Männer, Gucci Guilty Elixir. Ich sag's euch, Leute, also der ist so der Hammer, ne? Ja. Also wenn du den mal im Laden testen kannst, das ist so ein Duft, ey, da zieht's mir die Schuhe aus. Nicht nur die Schuhe, ey, ohne Scheiß. Alles. Ja, der Devotion, der ist eigentlich als Frau lanciert, aber ist für Männer echt gut geeignet. Ja, auch. Das ist nämlich so eine Lira, also Search of Lira Alternative. Er geht auch so ein bisschen die Richtung Zitronenkuchen. Mhm. Also echt gut gemacht. Ja, super Unisex auch. Ja, du hast ihn ja auch schon getragen. Ja, echt mehrfach, top. Mehrfach, ja. Was ist denn dein Favorit? Ja, mein Favorit oder Favoriten, beziehungsweise die Düfte, wo ich froh bin, dass sie vielleicht gekommen sind, ist zum einen von Zara, der Sunrise of the Red Sun Dunes. Oh, cool. Es ist ja ein Duft-Zwilling, sage ich mal. Also er ist nicht 1:1 wie der Imagination von Louis Vuitton. Aber ich finde, für den Preis, den man dafür bezahlt, was ja eigentlich nur ein Zehntel ist von der Imagination, bekommt man halt viel Duft im Verhältnis zu dem anderen. Ja. Was ich eine gute Sache finde. Des Weiteren finde ich Jean Bocoutier Le Male Elixir, der dieses Jahr rauskam. Mhm. Auch ein cooles Release. Ja. Auch wieder sehr eigenständig. Sexy. Im Vergleich zu den anderen Flankern, sage ich mal, zum Le Male. Also wirklich super sexy, toller Date-Duft. Ja, hammer, hammer gut. Ich rieche den ja auch ganz oft und ganz gerne an dir. Du trägst ihn ja auch oft und finde den auch super verführerisch. Ja. Ja, aber auch der Gucci Guilty Elixir. Also der kam ja raus. Ja. Und den haben wir auch schon mehrmals getragen. Und ich habe mir den auch auf meine Jacke gesprüht, beziehungsweise eigentlich auf die Hand. Aber die Jacke hat wohl was abbekommen und die riecht halt mehr oder hat mehrere Wochen danach Wochenlang habe ich das gerochen an dir. Ich hatte da schon andere Parfüms wieder getragen und trotzdem hat man den immer durchgerochen. Ja, jedes Mal. Aber ich finde auch, dieses Jahr war so ein Jahr der Elixiere. Also es gab unfassbar viele verschiedene Elixier-Sachen raus. Das stimmt, das ist so ein Hype-Wort mittlerweile, ne? Elixier, jeder macht fast Elixier. Jede Firma, bis auf, ich glaube, Chanel, haben echt sehr, sehr viele Designer immer irgendein Parfüm, was mit Elixier zu tun hat, rausgebracht. Das stimmt. So ein Hype-Wort bei denen. Ja, auf jeden Fall. Wir möchten natürlich auch über die Duft-Highlights unserer Sammlung sprechen, aber dazu kommen wir später. Steffi, Frage an dich. Weißt du noch, was dieses Jahr unser erstes Video war? Ach du Schande. Unser erstes Video dieses Jahr. 2023, ja. Boah, war das eine Straßenumfrage? Wahrscheinlich nicht, gell? Soll ich es dir sagen? Sag mal. Es war unsere Meinung zu Deutschlands Parfüm-YouTubern. Ach krass, das echt? War das Video, was das wir... Das erste dieses Jahr, ja. Oh, das ist ja verrückt. Witzig. Das ist echt verrückt, ja. Das ist echt lustig. Ja, zu dem Video, es ist halt super spannend, weil ich finde, in dem Jahr ist diese Community, also gerade jetzt in den Duft-YouTubern, sage ich jetzt mal, die ist enorm gewachsen. Es gibt so viele neue Kanäle, die ja auch teilweise durch die Decke gehen, teilweise noch kleine Kanäle. Ne? Also es ist, poppt da immer ist so eine auf. So viel passiert, ja. Man kann die gar nicht mehr alle so richtig auf dem Schirm haben. Ja. Aber ich finde das mega spannend, ey. Das ist so cool, dass da. Und dann kann man mit den Leuten ja auch immer so schön kooperieren oder so, je nachdem. Und das finde ich halt ganz, ganz toll. Genau, Kooperation ist auch das nächste Stichwort, lustigerweise. Und zwar hatten wir dieses Jahr einige Real-Life-Treffen, beziehungsweise Kooperationen. Ja. Und alles hat angefangen im Januar sogar. Und zwar hatten wir da in Freiburg unseren 1000 Abonnenten-Zuschauer getroffen, den Marc. Stimmt, liebe Grüße an dich. Liebe Grüße, Marc, ja. Da sind wir ja zu ihm gefahren nach Freiburg. Da durfte er sich ja ein Parfüm im Wert von 150 Euro aussuchen. Ja. Das war ja unser 1000 Abonnenten-Special und war auf jeden Fall eine coole Aktion. Der Pacific Rockmoss ist es geworden, ne? Genau. Gute Wahl.
Meiner Meinung nach. Deiner Meinung? Ja, ist nicht ganz so meine Richtung, aber ich finde, ihm steht es trotzdem, weil ich, ja, es muss einfach zur Person passen, von daher. Ja, ich habe mir den ja auch ein paar Monate später auch selber geholt und trage den echt gern. Also ich weiß ja, dass du den nicht so feierst, wenn ich den trage, aber ich mag ihn. Du nimmst ihn ja für die Arbeit. Ja, dann war lange Zeit erstmal nichts. Dann hatten wir aber eine richtig coole Aktion gehabt, und zwar waren wir beim Timo gewesen im Juni. Timo Dino! Boah, und das war eine Aktion, sage ich euch. Also das war wirklich erstmal heftig, ey. Also wir sind ja erstmal, wie lange sind wir gefahren? Circa 6 Stunden. Ja, mindestens. 6 Stunden, also unser Ziel war von Koblenz nach Bremerhaven. Ja. Da wollten wir eigentlich eine ganze Woche lang bleiben. So, und dann sind wir 6 Stunden hingefahren nach Bremerhaven. Und es war Nachmittag, wir waren auch fix und fertig. Wir kamen an in eine Gegend, wo man erstmal denkt, okay. Sieht jetzt nicht so einladend aus hier. Ja, überall rumgesprüht, ein bisschen alles so überall runtergerockt. Es lagen überall Zigaretten auf dem Boden, also es sah wirklich nicht so lecker aus. Das direkt vor der Eingangstür, genau. Ja. Und da kann ich ja mal erzählen, wie es dann weiterging. Und zwar sind wir dann in diese Wohnung hoch, es war halt so eine Art Altbau, sind halt rein und die Wohnung, die hat halt insgesamt, war so eine Dreiraumwohnung, kann man sich vorstellen. Wir sollten dazu erwähnen, wir reden hier nicht von Timos Wohnung. Nein. Es war die Unterkunft, wo wir geplant hatten zu übernachten. Genau. Und genau, da kam man dann an und wo du halt reinkamst in die Haustür links, war halt erstmal das Wohnzimmer. Und da war erstmal ein riesen Wäscheständer mit übelst nasser Kleidung. Ja. Wo du erstmal denkst, nee, nicht Kleidung war das, mit so Bettwäsche. Bettwäsche war das, ja. Bettwäsche, einfach nass im Wohnzimmer, Fenster zu und allem, wo du schon so denkst, uff, okay. Komisch, ja. So die nächsten Räume, die dann, glaube ich, erkundet haben, war dann das Bad. Und da haben wir dann festgestellt, okay, Pipi-Flecken auf der Toilette. Auf der Klobrille. Das Ding ist, ne, ich weiß nicht, ob das dir auch so geht. Bei mir ist das immer so, egal in welche Location ich komme, du weißt es ja auch, ich checke immer erstmal so die Basics. Ne? Ist das Bad sauber? Sind die Betten sauber? Vor allem gehe ich immer erstmal hin und mache die Bettdecke hoch und gucke, sind da irgendwelche Flecken oder so, weil ich das halt super eklig finde, wenn da irgendwas ist. Ja, kann ich auch nicht im Hotel leiden. Ja, und dann bin ich halt, du warst noch da irgendwie im Wohnzimmer beschäftigt, glaube ich, und dann bin ich schon mal auch durch die anderen Räume gegangen und jetzt kannst du weiter erzählen. Ja. Also das Bad war die... Also Bad war auch Katastrophe, Dusche total verkalkt und alles. Keine Ahnung, wann das letzte Mal sauber gemacht wurde. Gar Boden nicht. Auch schwierig. Dann sind wir, warte, lass mich erzählen, sind wir in diese Schlafräume gegangen. So, und in den Schlafräumen waren zum einen ein Raum, wo so 2 Einzelbetten waren und da konntest du das Kopfteil von den einen so, das hatte sehr viel Spielraum. Und das andere, ja, haben wir gar nicht erst getestet. Dann sind wir ins eigentliche Schlafzimmer reingegangen. Und da war halt so ein, sag mal, Ehebett. Und das hatte übelst die Flecken. Das war echt eklig. Also nicht nur auf dem Bett lagen, sondern auch auf dem Laken lagen. Überall. Also Bettlaken und Bettwäsche, da waren halt Flecken. Keine Ahnung, wo die herkamen. Und Haare halt auch. So Fettflecken. Also keine weißen Flecken, so irgendwie Fettflecken. Ja, irgendwelche Flecken, ja. So, und dann... Oh Gott. Der Knaller. Die Küche. Der Overkill. Oh mein Gott. So eine Küche habe ich noch nie gesehen. Also du kommst erstmal rein, guckst dir die Arbeitsplatte an. Alles irgendwie so vollgegrümelt. Keine Ahnung, wann das letzte Mal sauber gemacht wurde. So, dann guckst du in die Mikrowelle rein. Das sieht irgendwie aus oder sah aus, als wenn da, weiß nicht, eine Flasche Ketchup explodiert wäre. So, also richtig krass. Ja. Und Leute, der Backofen. Alter. In den das Backofen. War, der kam mir erst mal entgegen, als ich den aufgemacht habe. Da war noch ein Topf drin mit irgendeinem Suffwasser und es hat so gestunken. Ein fettiger Topf mit Suppe oder sowas. Das war krass. Das war richtig eklig. So, wir dachten uns, krass, okay, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt die Unterkunft gebucht gehabt. Die war halt leider nicht stornierbar über Booking. Dann haben wir uns erstmal zusammengesetzt, zweit, haben uns überlegt. Dann hatten wir gesehen, dass da Visitenkarten lagen von scheinbar dem Besitzer und hatten uns dann spontan überlegt, ja, dann lass doch mal zu dem hingehen. Es war nicht so weit weg. Das war nur so 200-300 Meter zu Fuß. So, da haben wir dann uns auf den Weg gemacht, dorthin zu gehen. Und wir haben die Adresse nicht gefunden. Also wir haben zwar die Adresse gefunden, wir haben da aber nichts gefunden, was irgendwie darauf hinweist, dass da einer eine Firma hat oder das, der da ist. Tote Häuser. Ich sag tote dir, Häuser. Ist. Da ich habe da sogar überall geklingelt. Gar nichts. Da hat sich nichts getan. Nichts gar war da.
Vorher muss man noch dazu erwähnen, haben wir 100 Mal versucht, den Typen anzurufen. Stimmt. Das haben wir auch noch versucht. Und der. Also, wir hatten erst mal geschrieben. Ja, einmal ging der ran, dann hat er gewollt, dass wir Bilder schicken. Ich bin zu bombardiert mit Bildern über WhatsApp. Ich weiß nicht, 30, 40 Bilder von allen, was ich gefunden habe. Und dann kam dann ewig keine Antwort mehr. Ne? Und ich bin dann ungeduldig und es war ja auch schon spät. Ne? Ja. Wir hatten auch noch nicht so viel gegessen und wollten halt auch ankommen. Ne? Und also ja, dann hast du den nicht mehr erreicht. An der Adresse war keiner. So, und dann ja, ging das Ganze weiter. Ja. Dann hat man den weiter versucht anzurufen, haben gesagt, hier können wir nicht bleiben, geht nicht. Und schlussendlich hat man sich überlegt, boah, brechen wir jetzt ab, fahren wir wieder nach Hause. Wir haben jetzt übelst den Aufwand gehabt, mit herzukommen. Wir wollten eigentlich am nächsten Tag dann schon direkt so uns mit Timo treffen und halt auch Straßenumfragen machen. Wir wollten uns am gleichen Tag sogar doch am gleichen Tag treffen, sogar. Da hatten wir dann irgendwie absolut keinen Bock und waren eigentlich kurz so vor ihm aus. Aber dann glücklicherweise hat sich der, ich nenne es mal Besitzer, bereit erklärt, uns das Geld halt zurückzuerstatten. Gott sei Dank. Und wir hatten auch mit Booking telefoniert, die hatten uns da auch supportet, also auch nochmal Riesendank an Booking, also kann ich dass sie uns da unterstützt haben. Empfehlen die trotz nicht stornierbarer Unterkunft, ja, das sollte man berücksichtigen. Super. Er hat es halt dann bestätigt, es konnte dann storniert werden und dann standen wir aber erstmal ohne Wohnung da. Also wir waren dann in Bremerhaven, ohne alles. Hatten keine Wohnung, war noch in der Wohnung, wo wir gerade drin waren und mussten jetzt überlegen, okay, was machen wir jetzt? Weißt du, was ich auch nicht hatte? Ich hatte keine Socken mehr. Ich hatte keine Socken dazu mehr. Kommen wir später. Dazu kommen wir später. So, und dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir jetzt? Wie lange wollen wir jetzt bleiben? Weil die Unterkunft, die war halt preislich, war die echt super. Wir hätten für eine Woche, ich glaube, 400 oder 500 € bezahlt. Also wirklich nicht viel. Und wofür wir uns dann entschieden hatten, ist, dass wir erstmal eine Nacht dann in Bremerhaven bleiben. Haben uns also ein Hotel genommen, wo wir dachten, das ist okay. Für die Nacht geht das mal. Für die Nacht geht das mal. Komm, Hauptsache liegen, schlafen, egal. Ne? Und suchen uns dann dort nochmal in Ruhe eine Bleibe. So, dann haben wir dann das Hotel gebucht und sind dann da abgereist von der Unterkunft. Und die Socken von uns, die sahen halt... Wir benutzen halt in unserer Wohnung selber keine Schuhe. Nee. Und wir sind das gewohnt, dann halt immer unsere Schuhe auszuziehen, wenn wir irgendwo reinkommen. Und dann haben wir halt da auch direkt die Schuhe ausgezogen. Ja. Und der Boden, ohne Mist, Leute, also wirklich, ne, der war sowas von klitschig, schmierig. Wirklich, meine Socken waren schwarz. Ich konnte die nicht, ich habe die auch da gelassen, war mir dann auch egal. Ich habe einfach, bin dann barfuß in meine Schuhe und dann damit, also das, die hätte ich nie wieder in meine Schuhe anziehen wollen. Es war einfach nur katastrophal. Ja, so, dann sind wir dann von der Unterkunft, also zu der ersten Unterkunft, zu der zweiten Unterkunft gefahren. Es war halt ein Hotel. Sind dann halt dann da eingecheckt und es war halt wesentlich, wesentlich kleiner. Also es war halt nur noch ein Raum plus halt ein kleines Bad. Und die Sache war halt dann dort, wir waren halt unmittelbar so über dem Eingang, wo auch der Raucherbereich war. Heißt also, wenn du halt gelüftet hast und es war halt sehr warm und stickig in diesem kleinen Raum, dann ist hier dann nicht nur dieser Qualm noch mit reingezogen, weil es war so, ich glaube, im zweiten Stock, sondern du hast irgendwie auch diesen Bratenfettgeruch, der überall rumgespürt hat, auch Küche in diesem Innenhof, ist halt auch reingezogen. Also auch nicht so die optimale Bleibe. Und außerdem kam dann noch hinzu, morgens dann, es war halt sehr, sehr laut. Also da war auch dann noch gleichzeitig die Warenanlieferung, die war auch noch in dem Bereich. Ja. Man konnte halt so gut wie gar nicht schlafen. Was die Steffi gut gemacht hat, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Wir hatten da sogar Frühstück inklusive und Steffi hat dann irgendwie sich beschwert und hat dann irgendwie ausgehandelt, dass wir dann, was waren es, 20%? 20% haben wir wiederbekommen von der Nacht. Ist okay. Ja. Ne? Also haben wir sozusagen das Frühstück umsonst bekommen, plus minus. Genau, und am gleichen Tag oder am Tag davor, weiß gar nicht mehr wann, hatten wir dann die dritte Unterkunft gebucht und wir dachten schon so, boah, gucken, was das wird. Ja. Es war halt so eine Holzhütte oder so ein Holzhaus. Ja. Und dann sind wir halt von der zweiten Unterkunft abgefahren und das war ja noch in Bremerhaven gewesen und dann sind wir halt Richtung Cuxhaven gefahren. Also es hat zwar auch zu Cuxhaven gehört, diese dritte Unterkunft, war aber ein bisschen weiter weg. Also es war so, ich glaube, 10 Kilometer bis Cuxhaven direkt. Und wir sind dann in der dritten Unterkunft angekommen und Gott sei Dank, das war die perfekte Unterkunft. Das war krass. Das war ein komplettes Holzhaus. Boah, das war riesengroß, riesenhohe Decken. Also wirklich, das hatte ich noch nie erlebt. Also es war so eine spitz Ebene nach oben. Und das hat uns
den kompletten Aufenthalt gerettet. Der war komplett. Echt. Also dieses Häuschen, das war natürlich auch wesentlich teurer, deshalb sind wir am Ende weniger Tage da geblieben. Kürzer geblieben, genau. Das Einzige, was halt übel da drin waren, waren die Stechmücken, aber okay, die waren mit denen konnte man leben. Echt. Das war ein Traumhäuschen, ey. Ohne Mist, das war so schön. War relativ auf dem Land. Es war sehr ruhig. Es war eigentlich genauso das, was wir halt mögen. Ja. Das war auch der Grund, warum ich beim Interview mit dem Alexander, zu dem kommen wir später dann auch nochmal, gesagt habe, dass ich lieber auf dem Land wohnen möchte, statt in der Stadt. Ja, verstehe. Weil das uns oder mir mehr Ausgleich, mehr Energie gibt, man sich wohler fühlt, weil das genau das Ambiente ist. Ja, und dann haben wir, einen Tag später war das dann, Timo getroffen. Wir waren ja dann bei ihm in Cuxhaven, hatten uns dann so ein bisschen beraten, was machen wir. Wir haben erstmal einen Kaffee zusammen getrunken. Ja. Weil wir haben ihn ja live auch noch nicht gesehen. Ist immer so witzig, wenn man die Leute, man denkt immer, man kennt die so, ne, über YouTube oder so. Das geht ja dir bestimmt auch so, wenn du uns hier guckst und so, dann hat man irgendwie so eine Verbindung. Man denkt, man kennt sich so, ne. Und wenn man dann die Leute aber trotzdem mal live trifft, dann ist das irgendwie so vollkommen doch nochmal was anderes. Weil eigentlich ist der Mensch ja voll fremd irgendwie, aber dann doch so vertraut. Das ist total witzig. Der Timo. Riesengroß, weißt du? Ja, wir zwei wir Gnome. So mini kleine Zwerge. Kommst dir vor, wie so ein Gnome. Und ja, hat gut gepasst. Das also wir hatten uns da an den einen Tag dann ein bisschen ausgetauscht, näher kennengelernt, haben dann so ein bisschen überlegt, okay, wo können wir denn vielleicht die Straßenumfrage machen, was wir ja vorhatten. Hatten dann ein bisschen so in Cuxhaven abgecheckt, auch ein bisschen so die Zielgruppe, die wir ansprechen wollten. Und ja, da waren halt nur ältere Leute und dann haben wir uns überlegt, fahren wir vielleicht nach Hamburg. War halt sehr, sehr weit. War halt von Cuxhaven, sonst glaube ich so zwei Stunden zwei Autofahrt. Stunden noch mal, Und haben uns dann schlussendlich entschieden, Straßenumfrage in Bremen zu machen. Mhm. Und da haben wir ja nicht nur auf unseren Kanal eine Straßenumfrage gemacht, sondern auch auf Timo seinen Kanal. Sein Kanal, haben wir zwei Straßenumfragen geknüppelt an einem Tag. Das war krass. Hatten wir auch noch nie. Ja. Die sind zwar ein bisschen kleiner geworden, sage ich mal, aber trotzdem aussagekräftig. Ja. Nee, das war echt richtig toll. Also das hat mir auch super gefallen. Ich finde das immer wunderschön, wenn man die Leute dann nochmal persönlich kennenlernt. Ja. Also wirklich cool. Und am nächsten Tag hatten wir uns ein bisschen erholt. Mhm. Da waren wir dann am Strand. Und auf den Tag darauf waren wir dann wieder beim Timo und hatten dann für unseren Kanal zwei Videos gemacht und auch für seinen Kanal. Mhm. Und dann hatte der Timo noch so am Schluss so TikToks machen wollen mit uns. Boah, da war ich so fertig. Weißt du, so ja, voll ausgelaugt und der Timo so voll dynamisch. Voll Energie, weißt du? Ne? Und wir so... Und ich so das war schon witzig. Ja, aber hat uns sehr gefallen. Ja. Also beim Timo war richtig cool. Das war echt toll. Auch die Gegend. Bis auf Bremerhaven, war top. Ja, Bremerhaven. Ich glaube, ich könnte mir halt schon vorstellen, dass es vielleicht eine ein oder andere Ecke gibt in Bremerhaven selber, die auch ganz nett ist, vielleicht da am Wasser, am Hafen oder so vielleicht direkt. Die Ecke, wo wir jetzt waren, die war jetzt nicht so Bombe. Mhm. Aber ich muss gleichzeitig sagen, ich freue mich drauf. Ich habe echt hart Bock, den Timo auch öfter mal zu treffen. Also das war mir einfach super sympathisch. Ja, cooler Typ. Den nächsten, den wir getroffen haben, das war dann im August. Das war der Alexander. Alexander Weiser. Ja. Und da sind wir ja nach Stuttgart gefahren, hatten uns da auch wieder eine Unterkunft genommen. Und das lief ein bisschen reibungsloser, sage ich mal. Aber wir sind da auch angekommen, sind dann eingecheckt, haben uns dann mit dem Alexander getroffen, noch am gleichen Tag, weil da war die Autofahrt nicht so lang, sage ich mal, so um die 3-4 Stunden. Ja. Und hatten uns da auch ein bisschen kennengelernt, so waren wir da essen gewesen, schick. Und am nächsten Tag hatten wir dann auch mit ihm zusammen eine Straßenumfrage gemacht. Und auf seinem Kanal hatten wir dann einen Podcast oder so eine Art Podcast, den wir jetzt machen, Couch, so eine Laberrunde. Genau, die Parfüm-Couch-Laberrunde. Das war auch cool. Also auch der Alexander, wirklich mega ein richtig cooler Dude. Ja. Ich habe mich da übelst gefreut, ihn auch mal live zu sehen. Ja. Das ist halt so witzig. Ne? Ich habe ja so dieses eine Video zusammen mit ihm gesehen und mit Kai. Und habe mir dann gedacht, hey, das wäre doch irgendwie auch cool, wenn wir da auch mal da auftauchen sitzen, weißt du? Ja. Und ich dir so gesagt, hey, lass da auch mal hin. Ja. Und du so, nee, da ich wird trau mich eingeladen. Nicht, da wird man doch eingeladen, ich kann doch nicht danach fragen. Und dann habe ich immer weiter und weiter geguckt. Und dann hat er irgendwie, ich glaube, zum Schluss gesagt, ja, wenn du irgendwie auch Bock habt, dann schreibt mir einfach. Ja gut, dann war die Sache ja dann klar. Dann war die Sache klar. Man will sich halt da immer nicht so aufzwängen oder so. Ich glaube, oft melden die Leute sich vielleicht gar nicht so von sich aus. Und dann hast du sowieso Schwierigkeiten, Leute dafür zu bekommen überhaupt. Ne? Und dann, für solche Formate. Genau, für die Formate. Und dann freut man sich eher, dass man sich dann doch meldet. Ne? Oder dass sich da jemand meldet. Ja, und unmittelbar nach dem Alex haben wir dann einen weiteren YouTube-Kollegen getroffen.
Und zwar war das der Chris. Ja, das war auch mega witzig. Da waren wir ja in Frankfurt gewesen, hatten da auch mit ihm eine Straßenumfrage gemacht. Boah, das war richtig krass anstrengend. Boah, ja. Boah, da waren so viele Leute in Frankfurt auf dieser Auf der Zeil. Einkaufsmeile. Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Und wir haben, du, vor allem du, schon immer, ich spreche an. Chris und ich schon so, wir können nicht mehr. Einen machen wir noch. Und jetzt noch einen und noch einen und noch einen. Und die Leute, die hatten, ich weiß nicht, die waren da irgendwie ein bisschen, hatte ich das Gefühl, die waren ja irgendwie eher im Stress oder so. Die hatten nicht so hart Bock mitzumachen. Es Ja, war damit. unfassbar schwer für die Masse, die du vor allem angesprochen hast, da Leute zu begeistern. Das war echt krass, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, gerade in Frankfurt geht das so schnell wegen Großstadt und so, aber überhaupt nicht. Ich glaube halt, gerade dort werden die Menschen echt sehr, sehr oft angesprochen, Ja. weil da war, ihr müsst euch das ja, wenn du schon mal in Frankfurt warst, kennst du es wahrscheinlich, aber für alle anderen, du musst dir echt vorstellen, da hast du keine Ahnung, diese Zeil, die ist ja sehr, sehr lang und dann hast du im Abstand von, keine Ahnung, 5 Metern oder so gefühlt oder 10, jedes Mal irgendwen stehen oder sitzen oder sonst was, der irgendwas von dir will. Ja, Ne? Das ganz ist halt krass. krass. Und dann noch wir, Und dann noch weißt wir mittendrin und auch voll überfordert mit der du? Großstadtkälte. Aber hat ja zum Glück Hat geklappt. geklappt und war Ja. echt cool. Also Aber auch danach war ich übelst im Eimer, also so ausgelaugt. Und und auch dann, danach haben wir noch ein Video genau, und gedreht. dann sind wir zum Ha! Chris gefahren, zu ihm nach Hause, haben dann da auch natürlich noch ein Video gedreht, Klar. haben da auch natürlich schick gegessen, hat uns das bestellt beim Chinesen. Ja, Das war aber sehr auch der schön. Chris mega sympathisch, Ja. super lustiger Typ vom Humor her, auch genauso Ach, direkt unser gewiped, ne? Ding. Ja, Also also ich hätte witzig. da gefühlt Wirklich. gern gepennt, so, Ja, ich auch. weißt Direkt so eingelebt. Ne? Man Ja. hat sich direkt so familiär gefühlt. Wir haben da auch da am Familientisch da so, also Familie war zwar nicht da, aber wir haben dann da Ja. mit dabei gehockt und so Wir waren als, die neue genau, Familie. wir sind deine Familie, Chris. Ja. Und dann ging es weiter im September. Dann hatten wir mal Besuch gehabt. Ja. Das erste Mal, dass wir bei uns Mal jemand Besuch hatten hatten. zum Filmen. Das war auch ein Riesenereignis. Da war zum einen die Vanessa da. Ja, stimmt. Da hatten wir sehr beliebte Herrendüfte, ja, gerade gerankt von 1 bis 10, was da so cool ist. Und im Folgemonat war dann die Ditzi da. Ja. Die hatte dann meine so Top 10 Düfte, die ich halt so mag, Ja. gerankt zusammen mit dir. War auch sehr cool, Das mal macht auch jemanden hier zu Spaß. haben. Ja, also da bin ich auch echt offen für, dass wir das öfter mal machen, Ja. dass die beiden noch mal kommen oder vielleicht auch noch andere Freundinnen von uns mal gucken, wen wir da noch an Land ziehen Ja. können. Und du kannst uns ja mal gerne die Kommentare schreiben, was du da gerne für Formate sehen möchtest. Würde uns auch mal gerne interessieren. Und im November haben wir jemanden getroffen, womit wir ja gar nicht hätten gedacht, dass wir ihn treffen würden. Und zwar war das der Max Ja, von Center of stimmt. the Day. Ja, Und stimmt. zwar waren wir in Bonn eingeladen bei diesem Parfüm-Event Ja, bei diese Duftstars, wo die Duftstar-Verleihung, Leni ja. diesen Preis gewonnen hatte. Da waren wir in Bonn mit dabei. Man sieht uns da auch ab und zu in den Livestream, wo er nach Bonn geschalten ist. Wir haben uns extra mit nach vorne gestellt, Voll die Steffi aufdringlich. vorangezogen. Und genau, da hatten wir den Max getroffen Das und war cool. verhofft. Und Hatten die ihn Mutti. und die Mutti. Wir Ja. hatten ihn so von der Ferne gesehen, dachten mir, hä, den kennst du doch, den hast du doch schon mal gesehen. Und dann sind wir zu ihm hin, hatten ihn mal angesprochen, so, hey, du bist doch der und der, wir sind die Die und und die. die. Und hatten ihn dann auch, ja, kennengelernt, Ja. auch total unverhofft. Cooler Abend gewesen, Ja. das war auch sehr schön. An der Stelle, wo du das gerade sagst, hier mit Bonn und der Parfümerie, das geht ja an die Parfümerie Becker nochmal, einen herzlichen Dank für die Einladung, vor allem auch an Romy. Ja. Also wirklich, wir haben uns super wohl gefühlt an dem Abend. Es war wunderschön organisiert, Richtig also cool, mit Musik, mit Essen, mit allem drum und dran, was, mit Fotografen. Wir haben ein ja. Cooles wunderschönes Bild Bild bekommen, gemacht, ja. leider weiß ich nicht, wie der Fotograf heißt, aber der ganz, ganz toll. Ja. Also wirklich ein ganz wundervoller Abend. Hat mir auch sehr gefallen. Ja, ne? Gerne mehr davon. Ja. Und im Dezember hatten wir jetzt auch nochmal eine richtig coole Aktion gemacht. Und zwar hatten wir insgesamt 10 verschiedene YouTube-Kanäle, die mit Parfüm Oh zu ja. tun haben, in ein Video gepackt, wo die unsere oder wo die ihre privaten Düfte uns mitteilen. Also auch richtig Das war cool cool. an alle, die daran teilgenommen haben, weil wir finden so Kooperation einfach richtig cool. Ja. Wir würden da gerne mehr von machen, wenn es sich halt anbieten würde. Also wenn du einen YouTube-Kanal hast, was sich so um Parfüm dreht, schreib uns doch einfach. Schreib Ja. uns per Instagram, schreib uns per
E-Mail, per WhatsApp, per Per was auch immer, whatever. whatever. Wir haben Bock auf Ja. Kooperation und da ist uns egal, wie groß oder wie klein der Ja. Kanal ist, das hat für uns keine Relevanz, sondern wir haben einfach Bock, was Bock, was zusammen zu zusammen zu machen. machen. Nicht nur in Form von mal ein gemeinsames Video hin und her schicken, sondern vielleicht auch Ja. von Straßen, in Form von Straßenumfragen. Oder Oder mal bei sich uns was. genau gegenseitig besuchen, mal Ja. zusammen was filmen. Also da sind wir sehr, sehr offen und bitte gerne melden. Instagram kann immer mal ein bisschen dauern mit dem Antworten, aber wir bemühen uns und geben rechtzeitig auf jeden Fall ein Feedback. Ja. Was auch noch ein Riesen-Highlight ist, ist unsere Abonnentenzahl. Und zwar Ja. hatten wir Stand 1.1.2023 1.367 Abonnenten. Und jetzt zum Zeitpunkt, wo wir das Video aufnehmen, sind wir bei 4.469. Boah, Heißt krass. also, wir haben jetzt in dem ganzen Jahr über 3.000 Abonnenten gewonnen. Ist das nicht Boah, cool? das ist richtig viel. Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Überlegen wir, wir machen es jetzt 2,5 Jahre. Heißt also, vor einem Jahr hatten wir es ungefähr 1,5 Jahre gemacht. Und wir hatten jetzt in den einen Jahr doppelt so viel bekommen wie in den Wie in anderthalb den Jahren davor. anderen, ja, verrückt. Also richtig Ja. cool. Richtig cool. Also auch echt nochmal ein herzliches Danke an dich da draußen, weil das supportet uns natürlich enorm, wenn ihr uns abonniert oder Ja. kommentiert oder generell Like. den Ja. Austausch. Ne? Das sind so Sachen, da sehen wir ja natürlich auch, dass es euch gefällt, was wir machen. Dann können wir da auch dranbleiben und weitermachen. Dann wissen wir, okay, das geht in die richtige Richtung, das sagt euch zu. Und natürlich ist das für uns dann ja ein richtig krasser Support. Ne? Ja, und uns ist halt auch immer der Zuschauer halt sehr, sehr wichtig oder derjenige, der das Video halt guckt. Auch gerade so bei Kooperation denken wir uns immer, okay, aber was springt denn für den Zuschauer raus? Ja. Deswegen versuchen wir immer, wenn wir irgendwie Parfüm so zugeschickt bekommen oder halt Kooperation haben, dass du als Zuschauer halt auch was davon hast im Sinne Ja. von Abfüllungen, Sample-Sets oder was auch immer. Oder Irgendwas. Rabattcodes, Ja. die richtig gut sind. Das ist halt so unsere Intention, dass wir halt immer denken, okay, was hat halt die Firma davon, die uns halt anschreibt? Was haben wir davon? Gut, wir Aber haben was halt, hat auch ja, klar. der Zuschauer davon? Das ist Ja. uns halt auch extrem wichtig, Ja. weil du bist halt derjenige, der die Videos konsumiert und ohne dich wäre das Ganze gar nicht möglich. Richtig. Das muss man halt auch bedenken. Ja, ist Und so, ne? das vergessen halt vielleicht viele YouTuber, dass halt ohne die Zuschauer die Abonnenten oder die, die das Video Ja. gucken, das Ganze gar nicht möglich Ich wäre. finde, das ist auch irgendwie immer so ein gegenseitiges Ding. So ein Stück Dankbarkeit darf man auch immer gerne zurückgeben und das möchten wir einfach auch jedes Mal machen, Ja. ja, dir was zurückzugeben. Ja. Gerade wenn wir irgendwie Flakons kriegen, die kriegen wir niemals leer, weißt du? Nee. Also warum nicht dir als Zuschauer was Eben. geben und du kannst dir dein eigenes Bild davon machen? Ja, Klar können wir richtig. natürlich dann nicht irgendwie 1000, 2000 oder wie viel auch immer dann die Videos gucken, Abfüllungen verschicken, ist ja Ja. klar, aber so ein paar Leute, weißt du, ein paar Leuten eine Freude machen. Ja. Und je größer wir halt werden, desto mehr ist dann halt auch möglich. Ne? Ja. Ich meine, wenn wir jetzt Klar. zehnmal zu groß wären, ist vielleicht dann zehnmal mehr möglich. Ich weiß es nicht. Das müsste man probieren oder schauen, wie die, Ja. was die Zukunft bringt. Ja. Deswegen, wenn du noch nicht abonniert hast, wäre jetzt auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Zeitpunkt hier. Auf jeden Fall. Auch ein riesengroßes Highlight, was wir dieses Jahr gemeinsam geschafft haben, Ich klatsche einfach mal ab. sind insgesamt 19 Straßenumfragen haben wir Boah, geschafft. krass. Ja. 19 Straßenumfragen. Das ist verdammt viel. Das ist verdammt Ja. krass. Also, das heißt, um das mal umzuformulieren, wir waren fast den ganzen Sommer jedes Wochenende zu einer Straßenumfrage unterwegs. Ne? Ja. Man muss dazu sagen, John arbeitet auch oft an den Wochenenden noch. Also es Jeden war, zweiten Samstag. genau, es war hart. Und ja, wenn man zu so einer Umfrage geht, dann ist man danach auch ganz schön durch. Ne? Zum Teil, Also ja. je nachdem, wie lange das sich zieht. Und Ja. wir haben da wirklich die ganzen, ja, Sommerwochenenden kann man eigentlich sagen, ne, bis vor kurzem noch, Ja. echt durchgezogen mit den Umfragen. Und krass, ey, da. Da haben wir echt krass geleistet, Ja, ja. ja. Bin ich auch sehr stolz drauf, weil es ist halt so ein Format, was uns ein bisschen vielleicht unique macht im deutschen Raum, weil es halt sehr, sehr wenige machen oder kaum einer. Und weil es halt zum einen sehr anstrengend ist, du musst halt mal rausgehen Ja. aus dem Duftbunker Ja. und da halt dann filmen und was halt viele nicht machen würden, wären vielleicht dann Leute ansprechen, was uns halt auch extrem schwerfällt zum Teil noch, auch gerade wenn man nicht so drin ist in seiner Rolle. Das ist halt auch wichtig, dass man erstmal reinkommt in die Rolle. Dann schickt man vielleicht erstmal den anderen vor, bis man dann Ja. selber dann irgendwann möchte Ja. oder kann.
Aber das ist dann immer so ein Geben und Nehmen. Wenn der eine dann eher dann weniger kann, geht es dann vielleicht bei dem anderen wieder besser. Ja. Das ist halt dann das Gute, dass wir zu zweit sind. Ich finde auch, wir ergänzen uns da ganz gut. Bin mal gespannt, ob wir irgendwann mal unsere Rollen switchen, dass ich hinter der Kamera bin und du dann vor der Kamera. Das ist ja bestimmt für die Leute dann auch nochmal Ja. interessant. Dafür muss ich aber irgendwann mal die Technik mit der Kamera lernen. Und du musst mir erlauben, die Kamera zu führen. Ja, es ist halt auch nicht ohne, ne? Ich meine, Du machst du es halt auch bist ja gern. dann zum Ja. Teil 3 Stunden unterwegs mit der Kamera und Ja. das geht halt übelst auf den Nacken. Okay, das ist auch Ich nehme fies, ja schon ja. immer nicht unser großes Objektiv, sondern halt dieses kleinere, weil das halt einfach sonst so schwer ist, die ganze Zeit das zu tragen. Das ist halt unfassbar. Dann noch einen Rucksack hinten Ja, drauf stimmt. mit Trinken, was auch Ach, immer, dann lassen wir das lieber. den Parfüms, die wir mit haben, weißt du? Ja. Also Nee, schwierig. und du hast halt auch natürlich je nach Lichteinfall und so musst du da immer auch ein bisschen gucken. Ne? Ja. Das sind so Optionen, die muss ich dann halt mystisch noch lernen. Ne? Selbst da, ich bin da nicht gut drin. Ich versuche das immer anzuwenden, was ich lerne oder gelernt habe, weil wir tun dann halt, oder speziell ich halt viel mit diesem Technik-Kamera-Kram auseinandersetzen. Manchmal sogar auch mehr wie mit Parfüm. Du ja, du Ja. auf jeden Fall eher schon. Ne? Weil ich finde, Also, diese Basis brauchen wir halt auch erstmal. wenn ich mich hier so umgucke, ich gucke gerade in den Raum, ey, unser ganzes Wohnzimmer. Wir haben jetzt nicht so ein mini kleines Wohnzimmer. Was hat das? 5x5 Meter oder so? Keine 30 Ahnung. Quadratmeter, So, 6x5. ja. Und unser halbes Wohnzimmer steht voll mit irgendeinem Technikkram, Riesenlichter. Es ist halt, es wird auch immer mehr. Ja, ich blende ja auch mal ein Bild gerade ein von dem Setup hier, habe da vorhin mal ein paar Bilder gemacht. Cool. Und apropos Straßenfragen, wir wurden sogar dieses Jahr erkannt auf der Straße. Ja. Und zwar einmal in Bonn, lustigerweise. Der Zuschauer oder der uns erkannt hat, der ist auch mit in dem Video. Und einmal in Koblenz, im Thalia, Ja, das lustigerweise. stimmt. Da Ja. dachten wir erst, dass derjenige uns irgendwie fragt, weil wir da denkt, dass wir da Ja, arbeiten. Aber ich, dann hat er ja. uns angesprochen, weil wir doch die sind von YouTube, Das ist den auch mal süß, genau. Parfümkanal. Und in Neuwied wurden, nicht Neuwied, in Wiesbaden war das doch, In oder? Wurden Wiesbaden wir doch auch, auch mal stimmt. angesprochen. Da wurden wir auch Ja. angesprochen. Also Echt voll das ist verrückt. total niedlich. Ich finde das mega schön. Also immer gerne, wenn ihr uns mal irgendwo erkennt, sagen, hey, ich kenne euch. Und dann laufen wir auch nicht weg. Wir Nee, bleiben da. ja. Können da ein bisschen schnacken. Ja, das macht halt voll Spaß. Ich finde das immer süß. Dann Ja. lernt man auch, oder wir lernen ja dann dich auch mal persönlich kennen. Wir wissen dann mal, ah, cool, das sind also die Leute, die hinter der, wie soll man Der das sagen, Bildschirm. hinter dem Bildschirm sitzen und uns vielleicht einfach mal was, ja, uns zusehen. Und dann denke ich, ach, cool, das ist ja mal cool, denjenigen auch persönlich so kennenzulernen. Ne? Und dann kommen wir natürlich zu den Duft-Highlights in unserer Sammlung von diesem Jahr. Steffi, Boah, was war so krass. dein Duft-Highlight in deiner Sammlung von diesem Jahr? Boah, was ich mir dieses Jahr zugelegt habe. Na, was so dein Highlight war Meine in dem Highlights. Jahr? Also, was ich wirklich ausgesprochen gut finde, ist von Sergio Casamorati, der Dolce Amalfi. Den habe ich mir zugelegt, als Restflakon auch. Ein wunderschöner Duft. Also, süß. Na, wie kann ich ihn beschreiben? Süß-gourmandig, würde ich sagen. So ein Also, Kaugummi. ja, ein bisschen Kaugummi mit Blätzchen, keine Ahnung, so vielleicht. Also, ich bin sehr begeistert auch von dem Flakon, der gefällt mir ausgesprochen gut. Und meine weiteren zwei Duft-Highlights, von dem einen habe ich einen Flakon, von dem anderen leider nicht. Das eine ist der Barbie-Duft von Zara. Davon habe ich einen Flakon, den feiere ich, weil das gibt mir 90er-Jahre-Vibes. Ich hatte mal ein Schmuckkästchen, wenn du das so aufgeklappt hast, hast du so eine Ballerina gehabt, die sich so dreht. Dann hat die Musik gemacht und es hat auch so gerochen nach diesem Duft. Ich weiß nicht, da verbinde ich irgendwie irgendwas Tolles mit. Und außerdem feiere ich den Barbie-Film. Es ist, wie es ist. Haben ihn sogar gesehen. Ja, er hat sich mit mir den Film Gott sei Dank angeguckt. Niemand von meinen Freundinnen wollte diesen Film gucken und John sagte dann, ja, komm, ich mach das mit dir. Auch nur wegen der Schauspielerin. Ja, die ist natürlich hot, ne? Ja, und der andere Duft ist auch ein Barbie-Duft und zwar der von Lush. Den finde ich halt mega geil. Der ist zwar leider limited, das heißt, den müsste man sich irgendwo noch wieder Vinted oder sowas schnappen. Irgendwann werde ich mir den zulegen, ich finde den cool. Ja, der dann Und 100 € kostet. ja, genau. Und bei dir? Ja, mein Duft-Highlight, also ich trage ja immer so die Parfüms, die bei mir relativ vorne stehen in unserem Regal. Welchen ich gerade so aktuell im Kopf habe, ist natürlich der Naxos von Xerchow. Ja.
Also den hatte ich ja geholt Ja. in den Event in Bonn, Ja. wo wir waren. Und seitdem könnte ich den gefühlt jeden Tag tragen. Also das ist Das ist wirklich auch so dein verrückt. Duft, Der wird ja. mir gefühlt nie zu viel. Der ist, die ganze Zeit ist der einfach gefällig für mich. Der ist wirklich für mich perfekt. Und Ja. davor, was hatte ich davor so getragen? Ja, den Prada L'Homme sehr viel. Da neigt sich mein 150 ml Flakon auch schon dem Ende. Sind noch 50 oder so. Ich glaube weniger. Ja, das waren so die Duft-Highlights in meiner Sammlung. Es kam halt auch immer sehr, sehr viel rein und wir müssen halt sehr viel testen. Das ist halt unser Job. Also Und das ist. ein Parfüm von dir fällt mir da noch ein als dein Dufthighlight, was ich als sehr gut Der finde. Lira. Oh ja, der ist auch schön. Den Tonka Cola. Genau den. Ja. Der gehört auch, finde ich, für mich dieses Jahr zu den Duft-Highlights aus deiner Sammlung, weil ich den wirklich richtig gut an dir finde. Also so ein, es ist einfach ein, wie Cola-Flasche, ne? Ja, Colaflasche Ja. von Haribo. Ja. Hast du ein Duft-Highlight aus meiner Sammlung, was dir irgendwie spontan einfällt und Na, gefällt? der Casa Moradi, der hat mich. Der Dolce Amalfi, Ja, ne? weiter geht's mit den Schattenseiten. Und zwar, YouTube ist, man mag es kaum glauben, trotzdem Arbeit. Oh Es ja. ist keine, ich sag mal, anstrengende Arbeit im Sinne von, du musst irgendwie schwer heben. Außer vielleicht unsere Ausrüstung. Wir blenden sie dir nochmal ein für dieses Video zum Beispiel. Aber so, es ist halt sehr aufwendig. Mental. Es ist aufwendig, eine aufwendige Arbeit. Du musst sehr viel machen und manchmal schon so kleine Animationen oder sowas dauern halt echt ein paar Minuten, wo du einfach nur so ein Blub oder so hast. Ja. Das ist halt echt der Wahnsinn. Deshalb sind wir so im Mai. Wir hatten da vorher immer zwei Videos die Woche gemacht, also zwei, sag mal, längere Videos, runter auf ein Video die Woche. Warum haben wir das gemacht? Wir haben halt irgendwann festgestellt, dass es halt uns einfach zu viel ist. Du musst halt die ganze Zeit dir überlegen, okay, worüber machst du halt ein Video, was kommt gut an, worauf hat man vielleicht Lust, wann hat man dafür Zeit. Und das ist halt uns dann irgendwie zu viel, dann zwei Videos zu machen. Zumal ich zu dem Zeitpunkt auch noch der Einzige war, der halt Videos bearbeitet hat. Genau, Mittlerweile ja. macht das Steffi auch bei den Shorts. Also die letzten paar Shorts, viele Shorts hat Steffi gemacht, die mit den ganzen. Umfragen, ja. Mit den Straßenumfragen, wo dann die ganzen Smileys und so sind, das ist dann Das eher ist so alles. Steffi, ihr Editing-Stil, meiner ist mehr so ohne diese Smileys. Und deswegen war halt sehr viel Last zum Beispiel auch auf mich mit diesem ganzen Editieren. Und dann deswegen bin ich dann halt auch auf der normalen Arbeit ausgefallen. Heißt also, ich war dann erstmal krankgeschrieben für 2 Wochen und wir hatten YouTube einfach mal komplett beiseite gelassen, hatten da Abstand von genommen, damit wir uns auch ein bisschen regenerieren. War halt davor die Zeit, also fast 2 Jahre, war halt immer YouTube, 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 jede Das Woche, war jeden krass, Tag. ja. Und deswegen hatten wir da gerade mal einen Cut gemacht und deswegen hatten wir uns dann darauf festgelegt, okay, ein Video pro Woche sollte machbar sein. Und das war dann so ab Mai unser Stand. Ja, und da, wo du immer so krass belastet warst mit der Bearbeitung, war ich auf der anderen Seite krass belastet mit Ausarbeiten und immer Parfüms testen, Content irgendwie erstellen und dann, also es ist Vor der schon Kamera sein. vor der Kamera sein, es ist auch schon ein bisschen Druck gewesen zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich auch gemerkt, boah, das ist super anstrengend, ja, wenn du jeden Tag immer überlegen musst oder testen musst, was kann ich als nächstes machen oder wie du auch sagst, was interessiert die Leute und so, ne? Und ich habe mir dann auch gedacht, gerade wir wollen ja nicht einfach so, keine Ahnung, ich setze mich jetzt hier hin und halte 10 Düfte in die Ja, Kamera das ist nicht und unser Ding. das ist nicht unser Ding. Ich finde das, boah, ich weiß nicht, auf Zumal, jeden wenn die für sich dann immer mich, wiederholen, ja. das kann ich mit mir nicht vereinbaren, weil ich Nee. denke mir doch, yo, ich habe dir doch schon 5-mal gezeigt. Ja. Warum soll ich dir jetzt ein 5. Mal Es zeigen? ist einfach nicht unser Style, sagen wir. Für die anderen Kanäle, also ich lasse jetzt immer die anderen Kanäle sein, weil das sind, ist ja denen, ist okay, können die Ja. doch auch alles so machen, ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Mein Ding ist es nicht. Und ich tendiere dann halt auch dazu, mir irgendwie immer was Besonderes zu überlegen, ne? Du willst es dann ja auch ein bisschen anders schmücken. Wir machen verschiedene Positionen, wir machen coole Einblendungen. Es ist halt wirklich sehr, sehr viel Aufwand, was in einem so einem Video drin steckt. Und das ist alles das sieht man vielleicht gar nicht, aber das ist alles Planung vorher. Wir überlegen uns genau auch, welche Einstellungen wollen wir haben zu dem Parfüm zum Beispiel, ne? Und
Das ist halt sehr viel Kopfarbeit und auch hier an der Stelle also spielt das halt auch dazu, dass es uns beiden dann mit einmal pro Woche im Video sein Vollkommen erstmal ausreichend. ausreicht, ja. So, dann hatten wir ein bisschen gesteigert und dachten wir, okay, dann machen wir ein Video pro Woche plus ein Short, weil ich hatte dann mal so probiert, unsere Straßenfragen, die einzelnen Interviews dann in diese Shorts umzuwandeln. Und es ging halt relativ flott. Ne? Recycelt. Recycelt, Content recyceln, ganz wichtig als YouTuber. Wichtig. Und das hat sich dann aber auch wieder ein bisschen mehr aufgebaut. Aber du hast dann, ich habe dich damit eingebunden und Steffi hat dann so ein bisschen mit, also wir arbeiten mit Final Cut, das habe ich dir dann gezeigt. Geduldig, wie ich bin. Komm, so lange hat das nicht gedauert, bis ich es gerafft habe. Und dann sind wir jetzt, stand jetzt wieder so auf drei gewesen, drei Shorts, ein längeres Video, was wir jetzt aber auch wieder eingestellt haben. Also die Shorts, die laufen mal so nebenbei, wenn wir welche machen, machen wir welche, dann kommen die so rein. Aber ich glaube, mit den Shorts erreichen wir eh nicht so die Zielgruppe, die jetzt diese Langform-Videos gucken. Ich meine, dieses Video speziell jetzt ist sehr, sehr lang. Sehr lang. Aber so generell, die unsere Videos gucken, erreichen, glaube ich, die Shorts nicht so sehr. Gut, auf TikTok hast du halt viel mit den Shorts, ne? Da ist die Frage, kommen die von TikTok auf YouTube? Ich bezweifle es. Ein ich paar weiß vielleicht. Es auch nicht. Ja. Aber ich glaube, deswegen würde ich gerne lieber den Fokus auf diese auf die längeren Video. Videos, ja. Weil die haben auch für dich einen größeren Mehrwert, denke ich. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das ansprechen möchte. Wir können uns das ja mal überlegen, ob wir es drin lassen oder nicht. Was ich noch sagen möchte, so schön diese ganze YouTube-Seite ist, finde ich es auch andererseits oft sehr krass, wie, ich sag mal, toxisch doch auch bis zu einem gewissen Grad die YouTuber-Seite auch ist. Und zwar in Bezug auf vielleicht Kollegen, teilweise auch von Leuten, die uns gucken in Form von negativen Kommentaren, die uns auch immer wieder erreichen und auch gerade in Bezug auf irgendwelche Aussprachendinger mittlerweile denke ich mir mal, komm, dann schalt doch einfach nur noch weiter, was soll's, muss man immer alles negativ kommentieren, ich denke nicht, ja, da hat doch niemand was von, ich meine, ich spreche ja danach auch nicht richtiger aus, nee, ist mir eigentlich auch egal, mir kommt's halt einfach auf Inhalt an, auf das Parfüm, auf Qualität. Ja, und halt eben auch, was ich halt krass finde, ist, dass viele auch so ein bisschen auf diesem Einzelkämpfer-Modus sind. Ja, das ist halt schade, weil ich finde immer, wenn man zusammen kooperiert oder zusammen Sachen macht, dann kann man doch viel mehr erreichen, als wenn man, also als wenn jeder für sich so sein Ding rockt. Ja. Und da haben wir es, oder ich für mich, festgestellt, ich muss sehr stark bei mir bleiben auch. Ne? Ich kann mich jetzt nicht so auf alles und jeden fokussieren. Also man muss schon auch bei sich bleiben. Man muss sehr gefestigt sein in dem ganzen Bereich. Und gleichzeitig, und das möchte ich unbedingt, möchte ich offen bleiben und offen sein für alle möglichen Anfragen und Kooperationen, die an uns angehen. Ne? Also, weil wir können halt immer nicht gucken, okay, wer hat denn mit wem irgendein Problem? Ja, genau. Das ist das, das die Sache. Das wir ist gucken das Problem. So gut wie keine nee. Videos von anderen YouTubern, nee. die mit Parfüm zu tun haben, oder nur sehr, sehr wenige, ja. wenn uns mal was ins Auge springt und interessiert. Aber wir wissen weder, wer hat mit wem Clinch noch sonstiges, wenn uns die Person im aktuellen Zustand sympathisch ist. Richtig. Warum sollten wir nichts mehr da machen? Genau, das finde ich auch nochmal ein sehr gutes Thema, dass du das sagst. Das möchte ich nochmal gerade auch unterstreichen. Also es ist wirklich, wir sind, finde ich, einer der Kanäle, die einfach nur komplett neutral sind, außer man pisst uns halt irgendwie ans Bein. Das ist eine Sache. Das mögen wir nicht. Da sind wir echt, also dann ist halt auch rum. Ja. Ne? Dann ist halt so. Aber ansonsten sind wir super neutral und super offen. Und wie du auch sagst, das ist das, was ich meine. Ich persönlich gucke sehr, sehr, sehr selten bis gar nicht irgendwelche Videos von irgendwelchen anderen YouTubern, also Duft-YouTubern, weil ich erstens auch die Masse so krass finde. Ich komme da gar nicht hinterher, ganz ehrlich. Ja, das ist mir das fünf ist mir oder zu sechs viel. Videos das die Woche, wer soll denn zu das gucken? Krass. Ja. Pro Kanal manchmal. Andererseits aber auch, weil ich eben möchte, dass ich bei mir bleibe mit meinem Content. Ich möchte gucken, worauf habe ich Bock, was interessiert mich, was interessiert unsere Leute. Das ist mir wichtig. Und dann kann es sein, dass sich die Leute untereinander da irgendwie zerhacken oder
keine Ahnung, was miteinander haben oder auch nicht. Und wir dann mit der einen Person vielleicht irgendwie, wir uns ja mit allen irgendwo verstehen. Und dann eckt das vielleicht an bei einer anderen Person. Aber das ist so ganz schwierig, weil wir da überhaupt nicht einen Überblick haben, wer mit wem gerade kann und wer nicht. Ne? Ja, und das ist ganz, ganz schwierig. Und da würde ich mir halt wünschen, dass man das einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, fair play, professionell, keine Ahnung, also ein bisschen kollegialer, cool, so chill mal. Ja. Chillt mal alle. Ne? Chill deine Base. So, genau, chillt mal alle eure Base. Das ist ja alles ein Hobby. Wir müssen uns hier nicht irgendwie, es ist keiner ein Konkurrent von einem anderen. Eigentlich ist es nicht so. Außer diejenigen, die halt viel Geld damit verdienen, sag ich mal. Für die ist vielleicht der Lebensinhalt. Ach so, ja gut, aber ich meine jetzt mal so rein vom... Ich meine, wenn du die Sache gut machst, dann brauchst du auch keine Angst haben vor Konkurrenz. Niemand kann dem anderen doch einen Zuschauer wegnehmen. Nee. Du hast, der Zuschauer das entscheidet nicht, selber, ja? Was er guckt. Und das ist das, du hast eigentlich, bist du keine Konkurrenz mit einem anderen Kanal, nee, weil, ne, macht keinen Sinn. Das ist für mich einfach nochmal, das wollte ich nochmal hervorheben, das ist so eine Schattenseite, die ich jetzt so für mich wirklich dieses Jahr festgestellt habe, die mich auch wirklich persönlich immer sehr mitbelastet hat, weil ich das dann manchmal nicht so ganz verstehen kann. Das ist dann wirklich traurig. Also mich macht das dann traurig. Ja. Du weißt ja, ich bin immer emotional. Da würde ich mir das ein bisschen wünschen, dass man einfach cool bleibt miteinander. Bleibt cool, Leute. Bleibt cool. Weiter geht's mit den Erkenntnissen. Steffi, welche Erkenntnisse hast du denn dieses Jahr so für dich gewonnen? Naja, zum einen halt das, was ich gerade eigentlich schon sagte. Ja. Ich finde, das war schon mal eine gut zusammengefasste Erkenntnis zu dem Punkt. Ja. Das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Eine weitere Erkenntnis auch, ja, dass wir unseren Content ein bisschen reduzieren. Aber auch die Erkenntnis, dass wir qualitativ echt voll krass am Wachsen sind, finde ich. Ich finde, das ist so, also wenn wir geben uns von halt vor Mühe. Einem Jahr vielleicht, ja, vielleicht zu jetzt. Es ist schon ein bisschen besser. Wir versuchen uns Mühe zu geben. Ja. Was Qualität ist und was nicht, würde ich irgendwie selber nicht beurteilen wollen. Es ist so für meinen Standard, sage ich mal. Wenn ich mich dran erinnere, vorher hier mit dieser Steintapete. Oh Gott. Okay, das war Katastrophe. Mit dem Frontkamera ja, gefilmt mit dem Handy, von dem 5 Jahre Handy. So, und da jetzt, also was heißt Erkenntnis? Ich sag mal eher Entwicklung. Ich glaube, ja, das trifft es eigentlich ein bisschen besser als Erkenntnis. Ja, also da, das würde ich jetzt mal so... so sehen. Weißt du, was eine Erkenntnis von mir ist? Hau rein. Am Sonntag keine Straßenumfragen in Koblenz. Oh ja. Tote Hose. Oh Gott, ja, das ist Katastrophe. Ja. Ja, stimmt. Das sind so Erkenntnisse, die man auf jeden Fall mitnimmt. Dann eine weitere Erkenntnis, die ich hatte, ist, mehr Fokus auf die Videos zu setzen, statt zu überlegen, welche Technik könnte man denn noch gebrauchen. Weil bei mir ist es halt so, ich denke halt immer die ganze Zeit, okay, was könnte man denn noch holen, um den ganzen Prozess irgendwie zu verbessern, zu vereinfachen, weil es ist halt auch auf meiner Arbeit, meiner Aufgabe, irgendwie zu denken, okay, wie kann man Prozesse verbessern und so weiter. Mhm. Und dieses Jahr war es halt so gewesen, dass ich über 10.000 Euro an Technik ausgegeben habe, nur um dieses ganze YouTube Dasein ein bisschen besser zu machen. Also wir haben neue Kamera, Objektiv, Beleuchtung, Schnitt-PC, ja, Haufen anderer Krimskrams. Also ich habe es mal grob überschlagen, sind weit über 10.000 Euro. Und dann denke ich mir, bringt das so einen krassen Mehrwert für die Videos? Würde es nicht einfach reichen, wenn ich es mit meinem Handy filme? Kann sein. Wichtig ist halt, was das Video halt ausmacht. Wenn die ganze Videoidee irgendwie voll der Quatsch ist und sonstiges, niemanden juckt, dann bringt es auch niemanden, dass du da irgendwie mit 3 Kameras arbeitest, wie jetzt in diesem Video, weil es halt einfach niemanden interessiert. Deswegen für mich immer nochmal so dieser Rückruf. Keep it simple, ne? Halt so es einfach. Ja. Genau. Und denk nicht immer nach, was brauchst du für neue Technik, sondern konzentrier dich auf neue Videos für deine Zuschauer. Das war auch so ein Erkenntnis, die so immer Stück für Stück jetzt vielleicht ein bisschen mehr wird. Auch nicht in diese Analytics die ganze Zeit reinzuschauen, ja, wie kommt das Video, ja, sondern lieber sich an ein neues Video dann dran setzen, ja, und dann irgendwann mal reinschauen, wie es ankommt, aber halt nicht jede Stunde oder so. Ja. Also Analytics habe ich, ja, persönlich gar nicht auf dem Handy, sondern wenn dann nur auf dem PC. Mhm. Aber wenn man dann halt am PC ist, gerade wenn ich dann irgendwie was bearbeite, war dann so immer der erste Step, okay, wie YouTube, Studios, gucken. Und dann erst arbeiten. Aber jetzt versuche ich es halt, PC an, arbeiten und dann wieder ausmachen. Also das, genau, das ist ein super wichtiger Punkt. Den habe ich auch für mich gelernt als Erkenntnis. Pausen.
Man muss auch mal, du hast auf der einen Seite diese krasse YouTube-Sache, die läuft. Du guckst da rein, du bist interessiert, du willst wissen, okay, wie kommt das Video an? Muss ich irgendwas besser machen? Muss ich schlechter machen? Ist es gut so? Oder ne, schlechter macht keinen Sinn. Muss ich irgendwas besser Muss ich das Video machen? schlechter machen? Muss ich es noch schlechter machen? Muss ich löschen? Keine Ahnung. Ne? Auf welchem Platz ist es? Wer hat schon was kommentiert und so weiter? Das ist auch unfassbar. Mental bist du da so drin, ja, wirklich so drin. Und das habe ich für mich auch rausgefunden. Ich habe hier irgendwo Haar. Dass ich, kommt nicht raus, es geht nicht weg. Dass ich diese App gelöscht habe und es auch nicht mehr nachgucke. Und gleichzeitig hast du diese extreme Sache da und gleichzeitig brauchst du Pausen und Ruhe. Und du musst auch von dem Thema dich mal komplett distanzieren, um mal irgendwie wieder Luft dafür zu kriegen, neue Ideen, neue Anregungen, was auch immer, ne? Und das ist gerade für mich so eine Phase, in der ich gerade bin. Auch gesundheitlich ging es mir die letzten Wochen leider nicht so gut. Deshalb habt ihr mich jetzt leider auch öfter nicht gesehen. Und das hing damit einfach auch zusammen. Gerade merke ich bin in so einer Erholungsphase und das brauche ich gerade auch. Und ich habe dann auch einfach wieder Bock drauf, Videos zu machen. Ne? Gerade wenn sie ohne Stress und alles, Ja, ne? genau, Was wir auch immer ja. versuchen, gerade auch mit Kooperationen, wir versuchen immer wenig oder möglichst wenig Stress für uns zu Ja, verursachen, sei ja. es mit keine Deadlines oder sonstiges. Ja. Ich meine, wir liefern unseren Content, den wir vereinbart haben. Das ist uns extrem wichtig, dass wir das, was wir vereinbaren, halten, Machen sei wir. es gegenüber Partnern, sei es gegenüber Zuschauern mit Verlosungen, bei Livestreams, was auch immer. Ja. Mir ist kein Fall bekannt, wo wir nicht unser Versprechen gehalten Nein. haben. Das ist Nein. wirklich sehr, sehr wichtig für uns. Ja. Aber man braucht auch Pausen. Klar, man Ja. braucht die Zeit für sich, weil es ist halt für uns ein Hobby, mit dem wir auch Geld verdienen, ganz klar. Aber es ist halt nebenbei. Man Das ist darf halt halt wichtig. auch nicht unterschätzen. Ich meine, auch zum Beispiel, manchmal ist es so, dann dann mischt sich das so. Dann hast du frei, aber liest zum Beispiel die YouTube-Formel. Sowas. Aber es ist ja trotzdem auch wieder YouTube, ne? Ich meine tatsächlich mal von Dingen, das ist jetzt nicht nur auf YouTube bezogen, sondern im Allgemeinen Dingen, die man extrem macht, auch mal einen echten Schritt zurücktreten und es mal ruhen lassen für einen Moment. Eine weitere Erkenntnis, die ich noch dieses Jahr hatte, ist, Aufgaben auch abzugeben. Und zwar speziell Voll an gut, dich. ja. Weil, wie vorhin schon gesagt, ich war so dieser Hauptpart in dieser ganzen Bearbeitung. Aber Steffi ist auch ein Mensch, die Ich bin auch was Mensch. machen kann. Deswegen gebe ich dann auch Aufgaben an sie ab, zeige ihr Dinge, die sie machen kann, wo Ich ich mache auch das auch gerne, denke, dass sie ja. das kann. Und das hat sie auch bisher immer sehr gut umgesetzt. Nett von Also ein dir. Riesenlob an Oh, dich. danke schön, Schatz. Süß von dir. Aber das ist so ein bisschen mit diesem Abgeben ist übel schwer. Mir geht Ja. das nämlich auch so. Wenn ich merke, wie jetzt hier die letzten Male, wo du hier alleine ein Video gedreht hast und ich sitze dabei und ich denke, boah, ich will auch was sagen. Ich will auch was Du reinrufen. warst ja auch Ich dabei. möchte Du auch was warst erzählen. hier. Ich Hier. möchte auch vor die Kamera. Und dieses Abgeben, ne, dieses, ich sag mal, Vertrauen haben in den anderen Menschen, dass der das auch gut hinkriegt und richtig gut macht. Und ich war Ja. so begeistert, wie du diese Videos hier gerockt hast, ja. Richtig, richtig geil. Und dann war das für mich so ein, boah, geil, ich muss nicht unbedingt vor der Kamera sitzen. John kann das genauso gut, ja. Und das war so eine Erkenntnis für mich auch, wo ich dachte, weil das ist halt, wenn du jedes Wochenende vor der Kamera sitzt, das ist übel Druck. Und dann zu merken, ey, ich muss es gar nicht machen, der John kann das auch, voll geil. Ne? Also dann hast du so wieder diese Leichtigkeit in dem ganzen Ja. Ding. Das ist cool. Ja, was ist so der Ausblick in die Zukunft? Also was würde ich voraussichtlich 2024 so erwarten oder in den nächsten Jahren? Was wir natürlich weiterhin geplant haben, sind Straßeninfragen, Ja, auf jeden ganz Fall. klar. Ja. Dafür steht unser Kanal. Ja. Wenn das Wetter gut ist, wenn Sind wir wir coole draußen? Parfüms haben, wenn wir Bock haben, machen wir das, Ja. weil es bringt dir halt sehr, sehr viel als Zuschauer, weil uns erreichen unglaublich viele Nachrichten. Hey, welcher kommt denn am besten an von den und Ja, den? oder macht man das und das und Macht man dies und das und das, das? ne? Was denkt Ja. ihr, welcher ist am besten? Und ich denke, das ist halt auch viele so eine Art Bestätigung, diese Ja. Umfragen, dass gerade wenn sie das Parfüm haben oder sich überlegen, das Parfüm zu holen, dass sie dann sehen, okay, hey, cool, das kommt gut an, das hole ich mir, weil es halt diese Bestätigung bringt. Dann, was wir gerne machen würden, wäre so Top 10 Listen, aber nicht hier,
sondern lieben gerne in Parfümerien. Ja, das heißt also, wir würden, oder was wir auch schon gemacht haben, wir würden Parfümerien anschreiben und würden halt gerne wissen, was sind denn denen so ihre Top 10 Bestseller oder was haben die so für Top 10 Empfehlungen für den Winter, ja, oder für Sommer, was auch immer. Darauf hätten wir Lust, weil das könnte man auch so eine Art Interview-Style machen wie hier. Das vielleicht ein bisschen anders positioniert, die Kameras. Ein neues, cooles Format. Aber ein cooles Format, ja, was ich mir... Da würde ich mir auch an dieser Stelle wünschen, wenn hier jemand zuschaut, der da wirklich hart Bock drauf hat, ja, und irgendwie mit einer Parfümerie, weil sie dort arbeitet, cool ist, wie auch immer, meldet euch super gerne bei uns, weil es ist für uns unfassbar schwer. Wir haben schon so viele Parfümerien, ja, angeschrieben. Es ist so schwer, weil die Parfümerien oft nicht auf dem Stand sind, dass YouTube irgendwie marketingmäßig denen was bringt oder so, keine Ahnung. Das sind die vielleicht noch ein bisschen, ich weiß nicht. Ich muss hier eine Anzeige in der Zeitung schalten. Ja, so. Das bringt mir Leute. Oder, ja, genau. Und das ist super schwer für uns, irgendwen dafür zu begeistern, mit uns irgendwie zusammenzuarbeiten. Ja. Und da würden wir uns echt wünschen, wenn da Interesse da ist, kontaktiert uns super gerne. Was wir auch gerne machen würden, wären weitere Kooperationen. Heißt ja, also, wie vorhin schon gesprochen, angesprochen, wenn ihr irgendwie Bock habt, als Parfüm-YouTube-Kanal, der zuschaut, mit uns Videos machen zu wollen, dann schreibt uns. Also gar kein Thema. Wir haben da Bock drauf. Man kann dann gucken, wie es passt und harmoniert und dann kann man da mal zusammen was rocken. Wir sind auch immer gerne bereit zu reisen, ne? Das ist ja auch eins mit unserer Ziele für die nächsten Jahre. Das war ja von Anfang an unser Ziel, dass wir gerne auch mit dem Parfüm-Content reisen möchten. Also in verschiedene Städte. Wir wollen gucken, was geht da, vielleicht auch mal ins Ausland. Mal schauen, in welchen Städten gehen die Straßenumfragen ganz gut. Also das sind so auch Ziele, da habe ich dieses Jahr auch Bock drauf. Also kommt es ja weiterhin für die Zukunft. Und da würde sich das halt auch übel anbieten, wenn da Duft-YouTuber sind, dass wir da auch mal Besuche abstatten. Und was ich dann auch noch so vorgenommen hatte, ist halt dieses weniger Stress mit diesen Videos generell zu haben. Aktuell ist halt so, dass wir jede Woche ein Video halt haben am Samstag. Und ich denke mal, wenn es halt mal nicht Samstag ist, sondern vielleicht dann Sonntag oder auf den Mittwoch. Ich meine, wichtig ist doch, ein gutes Video zu haben. Ja, genau. Das ist, glaube ich, so das, was unser Ziel sein sollte. Mhm. Und es ist halt nicht immer möglich, innerhalb von einer Woche, guck mal, wenn du nicht da bist, ich nicht da bin, einer krank ist, beide krank sind, dann geht es halt nicht. Ja. Deswegen, das auch einfach nicht so den Stress mal zu akzeptieren. Also wir für uns müssen das akzeptieren. Ich glaube, das ist das Schwierige, dass man auch mal sagt, okay, dann kommt vielleicht die Woche mal kein Video. Ich glaube, das ist unfassbar schwer für unvorstellbar. Uns. Unvorstellbar. Weil wir da so perfektionistisch in unserer Schiene drin sind, so weiß ich nicht. Aber das auch einfach mal zu sagen, okay, das darf auch mal so sein. Ne? Ja. Schwierig, aber wir kriegen das hin. Wir wollen das nicht, aber vielleicht passiert es mal. Was ich noch cool finde fürs kommende Jahr, habe ich hart Bock drauf, ist die Duftmesse in Mailand. Ich hoffe, das geht klar. Ja. Da habe ich übel Bock drauf. Also da werden wir würde ich mich auf jeden Fall mal freuen. Gucken. Da würden wir ja auch den Timo voraussichtlich wieder treffen und haben da hart Bock drauf. Was ich auch noch hart abfeiern würde, ist die Podcast-Folge mit dem Alex und dem Max. Stimmt. Genau. Sind schon im Kontakt? Da sind wir im Kontakt. Ja. Das wird vielleicht auch dieses Jahr, nächstes Jahr 2024. Dann auf uns zukommen. Ja, da freuen wir uns hart drauf. Ja, das war jetzt ein bisschen ein etwas längeres Video. Es war ja auch ein Rückblick so ein bisschen aufs komplette Jahr, was haben wir so erlebt, was waren unsere Tiefpunkte, was waren so unsere Erkenntnisse. Und schreib uns da mal gerne in die Kommentare, wie du sowas findest, so eine Jahreszusammenfassung. Sollten wir das vielleicht 2024 auch machen? Was könnten wir vielleicht dann besser machen? Was sollten wir vielleicht weglassen? Schreib uns das gerne mal rein. Und wir wünschen dir auf jeden Fall, wenn du das Video noch 2023 siehst, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf jeden Fall. Und solltest du das Jahr sogar schon in 2024 sehen, dann wünschen wir dir zum einen ein frohes neues Jahr und ein tolles Duften, fröhliches Duften. Fröhliches Duften, das klingt doch gut. Duften. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.